herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Wir haben aufgehört hier in der Bistro-Oase, wo wir jetzt endlich, nachdem wir den vierten großen Farbstern befreit haben, wir haben die ganze Zeit gedacht, da kommt jetzt irgendeine Oase oder ein See oder was auch immer hin. Ja gut, jetzt ist es ein Loch geworden und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben den kleinen Farbstern gefunden und sind jetzt auf dem Weg in das Toad-Depot. Und wieder, so wie bei der letzten Aufnahme, ist es mit Livestream und allem drum und dran. Das heißt, wenn ich irgendwelche Kommentare vorlese, dann wisst ihr warum. So, ich wünschte, dass ihr hätte mehr als einen Save-Slot. Das stimmt. Aber das ist inzwischen, glaube ich, eine große Masche von Nintendo geworden, dass man pro Account, wo man auf Wii U oder Nintendo Switch hat, nur einen Save-Slot hat. Oh, geil. Ein großer Bohrsprung. So fängt's gut an. Ich glaube, das ist jetzt eine neue Masche und wenn man damit einfach nicht zufrieden ist, dann muss man halt ein neues Profil anlegen und muss es ja eigentlich nicht mal mit einem Nintendo-Account oder so verbinden. Also von daher macht mir das jetzt nicht wirklich viel aus. Okay, das ist das Toad-Depot, was auch immer uns hier erwartet. Wir werden gleich reingehen. Ich penetriere erstmal kurz den Busch. Na los! Los! Also. Na? Fall um! Oh. Ich bin ein Buschtöter. Ganz schlimmer Finger. Hört man auch an der Musik. Yeah! Oh. Was guckt denn der so grimmig? Das hier ist das Toad-Depot. Hier arbeiten wir an Lokomotiven und ganzen Zügen. Manchmal. Ich bin hier schon länger Vorarbeiter, als du deinen Bart hast. Doch in letzter Zeit gibt es kaum noch Arbeit. Jetzt denke ich immer häufiger darüber nach, dass ich vielleicht in den Ruhestand gehen sollte, nach meinem nächsten Projekt. Nun, dann hoffe ich doch, dass ihr nächstes Projekt eines wird, das allen in Erinnerung bleibt. Nebenbei, sie haben nicht vielleicht hier in der Nähe einen Farbstern bemerkt? Ein Farbstern? Ich denke nicht. Außer dieser komische Stern, der nur aus Farbe zu bestehen scheint, ist ein Farbstern. Oh, das ist so einfach. Ja, bitteschön, nimm den einfach. Ich kann ja doch nichts damit anfangen. Was? Wirklich? Einfach so? Wir müssen uns vorher nicht auf eine lange Reise zu einer einsamen Insel machen oder in ein Loch fallen und aus einem Gefängnis entkommen. Es reicht schon, sie einfach nur zu fragen? So gefallen mir meine Missionen. Das Leben ist so schon hart genug. Da darf man es sich ruhig manchmal etwas einfacher machen. Natürlich ist es auch sehr befriedigend, einen langen, schwierigen Auftrag zu erfüllen, von denen es so viele gibt. Aber in letzter Zeit kam mir der Gedanke, dass es manchmal auch ganz nett ist, wenn alles glatt läuft. Als ob ich die Wahl hätte. Also gut, wir nehmen den Stern. Genau. Das wird niemals funktionieren. Hä? Was? Hä? Dieses Spiel verwirrt mich jedes Mal aufs Neue. Wieso haben wir den jetzt einfach geschenkt bekommen? Spiel, was tust du mit mir? Alter! Oh Gott! Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich will da jetzt nochmal rein. Ich will wissen, was da noch auf mich wartet. Ich habe doch irgendwas jetzt dadurch verpasst. Das kann es doch nicht sein. Ich kriege einfach das Ding geschenkt, nachdem ich insgesamt 5 Minuten in dem Level bin. Da ist irgendwas faul. Kein Spiel schenkt dir einfach so irgendeinen... Weiß ich nicht. Vor allem, der guckt immer noch so grimmig. Bin immer noch der Meinung, hier ist irgendwas faul. Ist fast so, als ob man später zu dieser Welt zurückkehrt. Ja, definitiv. Huch! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert, aber warte mal. Komme ich so jetzt da hoch? Aha! So, jetzt kann ich auch mit dem Toad sprechen. Der Vorarbeiter hat seine Arbeit wirklich geliebt. Wir waren immer stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Aber jetzt, da es nichts mehr zu tun gibt, ist er ganz geknickt.
Ja, irgendwie kann ich euch irgendwie einen Auftrag wieder besorgen oder so. So, tschüss, Maus. Das wäre doch was. Ich glaube, der wäre uns ewig dankbar. Steht da irgendwas? Im Moment warten wir auf Aufträge. Ja. Wie wäre es, wenn ihr euch einfach einen sucht, macht Werbung, baut für euch selber eine Lokomotive. Das wäre doch was. Für jeden Mitarbeiter eine Lokomotive. Nice. Gleich hier anfangen zu arbeiten. Das wär's. So. Ein bisschen die Schandflecken hier entfernen. Ja, dich hab ich. Da muss ich noch hoch. Wie komme ich denn da hoch? Gibt's hier einen versteckten Block oder so? Oder komme ich da einfach hoch? Nö. Ey, Kollege. Darf ich mal? Nö. Wie geht es denn den Farbstern? Hier hat sich nichts verändert. Ich warte auf den Ruhestand. Okay. Dann viel Spaß beim Warten. Ich möchte irgendwie da hoch. Ich weiß nur noch nicht wie. Bitte sieh dir ruhig alles an. Nicht, dass es noch viel zu sehen gäbe. Hier tut sich nicht mehr viel. So wie traurig. Aber, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das sollte eigentlich nicht unser Problem sein. So doof es sich jetzt gerade anhört. Okay. Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass man hier nochmal zurückkommt. Aber naja. Was soll ich dazu sagen? Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Also, das macht mich jetzt zwar immer noch stutzig, dass es so einfach läuft, aber okay. Wenn die Leute meinen, dann muss es halt so sein. Yay, Schnick, Schnack, Schnuck. So, wie viele von diesen Schnick, Schnack, Schnuck-Arenen haben wir jetzt eigentlich schon? Ich habe keine Ahnung. Was? Paprikaterie. Okay. Wenn ihr meint, dass ihr das so nennen wollt, dann von mir aus. Das ist mir egal. So. Perfekt. Gerade mal das Kabel ausgesteckt. Keine Lust auf Kabelsalat hier. Das sieht mir mehr nach einer Westernstadt aus. Liebe Westernstädte. Das sieht nach einem Hintereingang aus. Wir sollten vorne hineingehen. Was? Warum? Ich möchte... Ich sehe... Ihr seht das vielleicht auch. Da muss man was anmalen. Ah! Da muss man was anmalen. Und schon sind wir oben. Jetzt wissen wir auch, wie wir hochkommen. Das ist eine Feuerblume. Das ist eine Eisblume. Ne, auch eine Feuerblume. Okay. Hätte jetzt sein können. Paprikaterie. Und da ist eine Peach-Karte. Peach-Post Nummer 6. Was du sagen? Mario, ich weiß nicht, warum Bowser die Farbe der Insel Prisma sammelt. Er will vor der gesamten Welt die Macht der schwarzen Farbe unter Beweis stellen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wild sein Blick wird, wenn er davon spricht. Und manchmal spricht er für Stunden von nichts anderem. Ich weiß, dass Bowser über die Jahre eine Menge schlimme Dinge getan hat, doch diese schwarze Farbe hat ihn völlig verwandelt. Es ist, als wäre er besessen. Ich befürchte wirklich, dass er etwas Schreckliches anrichten könnte. Mario, bitte komm schnell zu Bowsers Festung. Wenn es uns nicht gelingt, ihn bald aufzuhalten, befürchte ich das Schlimmste für uns alle. Oh, Dramatik. Den Schandfleck möchte ich eigentlich tatsächlich lassen. Der sieht cool aus. Also, Stil haben die Scheigeister. Das muss man ihnen ja schon lassen. Ich meine, sowas hier sieht einfach nur bescheuert aus, aber der Rest... Ja, warum nicht? Gibt's hier noch irgendwas außer Gleise? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden irgendwann mal mit der Lok hier rumfahren. Das ist ja schon... Das vermute ich ja schon, seit wir die das erste Mal gesehen haben, ganz am Anfang des Abenteuers. Aber... Es dauert anscheinend noch ein Weilchen. So. Kann ich hier essen? Ich habe Hunger. Prost. Das war köstlich. Dieses Restaurant ist normalerweise ausgebucht. Ich frage mich, warum es heute Abend so leer ist. Blauer Rettertod Nummer 23 bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier in Port Prisma auf unseren Anführer warten. Gut.
Gibt's einen Tisch? Hast du reserviert? Ich weiß, es sieht so aus, als hätten wir noch Platz, aber wir erwarten eine große Gruppe, die reserviert hat. Sie müsste jeden Moment ankommen. Ich habe gehört, dass ihr Zug beim Terrakotta-Tempel aufgehalten wurde. Ich verstehe. Da geht es zur Küche. Unser Koch vollbringt dort seine Magie. Ja, und jetzt? Lass mich doch da rein. Okay, dann wissen wir, was wir machen müssen. Wir müssen zum Terrakotta-Tempel. Und irgendwas mit der Lok machen. Gottes Willen, wo war denn der Terrakotta-Tempel nochmal? Das ist ja Ewigkeiten her. Also, mir sagt der Name schon noch was, aber... Boah, wann waren wir denn da? Ganoven Guy Returns. Ja, dann los. Ich krieg dich. Na, bleib stehen. Hi, Kollege. Okay. Dieser Ganoven Guy mal wieder. Ist ja nicht das erste Mal, dass man gegen ihn kämpft. Fangen wir erstmal mit was Leichtem an. So. Jawoll. Siehst du, sage ich doch, das reicht. So schwierig ist der nicht. Aber. Ja. Man kriegt Geld dafür und ist ja nicht so, als hätte man nicht schon genug Geld. Okay, der Terrakotta-Tempel, wo war der? Das ist der. Ne, da ist der Terrakotta-Tempel. Und da fehlt uns tatsächlich noch einer der Farbsterne. Also, vielleicht hat sich da inzwischen was getan. Ich lese gerade. Einmal hatte ich keinen Bock drauf, den Typen über die Mac zu jagen. Da habe ich eine Welt betreten. Als ich wieder draußen war, war eine komplette Welt wieder schwarz-weiß. Doof. Definitiv. Was willst du? Tut mir leid, aber ich bin etwas sauer wegen des Zustandes der Gleise. Ist es nicht furchtbar? Wer macht denn sowas? Wie kann man nur etwas gegen Züge haben? Ich habe einen ganzen Passagierwagen voller hungriger Toads, die ja schon viel zu lange warten müssen. Scheiße, ich glaube, das waren wir, ne? Mit dem Gleis. Wenn ich herausfinde, wer meine Gleise zerstört hat, dann... Ja. Aber jemandem, der so etwas Schreckliches tut, ist sowieso nicht mehr zu helfen. Denkst du nicht auch, Mario? Hey, jetzt mal langsam. Ich meine, keine vorliegenden Schlüsse bitte, in Ordnung? Vielleicht hatte derjenige, der das getan hat, ja einen wirklich guten Grund dafür. Zum Beispiel war er vielleicht einfach nur neugierig, was wohl passiert, wenn er mit einem Hammer gegen eine wackelige alte Säule schlägt. Ja, wir waren's. Wie noch sei, alles, was wir jetzt tun können, ist, den Schaden zu reparieren. Die Unterstützung der blauen Rettertoads ist dir gewiss. Du kannst allerdings sicher schon bemerkt, dass die Rettertoads etwas unorganisiert sind. Muss am Management liegen. Also, wenn du eines der 23 Mitglieder der blauen Rettertoads im gelben Viertel von Port Prisma siehst, alle sollen sich hier versammeln. Oh ja, selbstverständlich, wir halten die Augen offen. Ich hoffe, dass wir das mit den Gleisen schnell regeln können und immer die Ruhe bewahren. Oh je, jetzt ist natürlich die Frage, haben wir alle 23 Rettertoads? Von der blauen Sorte? Ich hab tatsächlich irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele ich geholt habe. Jetzt haben wir zumindest mal den Anführer gefunden. Das war ja der, wo am längsten jetzt verschollen war. Ich guck mal. Also, wir haben viele bei Ludwig in der Festung gefunden, dann ganz viele auch hier und da mal, aber ich weiß nicht, ob wir tatsächlich alle 23 gefunden haben. Das werden wir jetzt wohl herausfinden, nicht? Hm. 23 ist halt schon eine Zahl, ne? Sind es 23? Acht und blaue Rettertoads, meldet euch bei eurem Anführer im Terrakotta-Tempel. Zu Befehl schon unterwegs. Ich hätte zuerst zählen sollen. Dieser Karton! So eine geile Anspielung! Ich werde niemals dreimal so groß sein. Oh. Diese Anspielung mit dem Pappkarton, ich liebe es! Na,
Ja, klar. Der Pappkarton ist einfach eine Hommage an Metal Gear. In der Festung von Ludwig ist man dem zum ersten Mal begegnet und ich wusste so, irgendwas stimmt nicht. Oh, alle blauen Rettertaus haben sich versammelt. Cool. Und ich wusste, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann rede den an, der so, wie hast du raus durch diese Tarnung geschaut? Das kann doch nicht sein. Und ich so, doch, das kann sein. Und ich, oh, wie geil. Ja, war schon geil, ja, tatsächlich. Eine Hommage an Metal Gear. Und das hier in Paper Mario. Da, schon wieder, da ist er. Da ist der Karton. Nein! Ich hab den Karton kaputt gemacht. Okay, abzählen. 1, 2, 3. Der Karton ist wieder voll. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alle 24 Mitglieder der blauen Rettertoads sind anwesend und einsatzbereit. Also Toads, ihr wisst, was zu tun ist. Für diesen Moment habt ihr trainiert. Position einnehmen. Ihr macht das schon. Alles klar, Mission erfolgreich ausgeführt. Tut tut. Da kommt der Chuchu-Zug. Ernsthaft? Alter! Was? Meine schöne Lokomotive! Keine Sorge, meine Kleine, wir bringen dich ins Toad-Depot und dann wird alles wieder gut. Eine Durchsage an alle Passagiere. Ich möchte euch um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Ach, da haben wir so lange drauf gewartet, dass die Gleise repariert werden und jetzt das? Wir werden alle nicht jünger. Tja, wir kommen hier wohl niemals weg, wenn wir nicht helfen. Die armen Toads. Gut, sind alle Startklar und los. Ich will den Karton mitnehmen. Ich will den Karton mitnehmen. Bitte. Jetzt ist er orange. Wo ist jetzt der Farbstein gelandet? Da ist der Farbstein gelandet. Ich warte mal, bis der Karton sich wieder aufrappelt. Jetzt habe ich ihm meine persönliche Note gegeben. Geil. So. Das war sehr erfolgreich hier, ne? Vor allem, wo kommt dieser Steinblock auf einmal her? Der macht einfach Bumm. So. Kein Bock mehr auf euch. Aber gut. Und wie es der Zufall will, haben wir erstmal eine kleine Brücke hier rüber gemacht und wir gehen wieder ins Toad-Depot. Wer hätte das denn gedacht? So. Mensch. Wer hätte das gedacht? Oh Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh hier wieder herkomme. Aber gut. Und die Musik hat sich geändert. Ich habe einen Zug gesehen. Also, eigentlich wird er gerade repariert, aber es ist immer noch ein Zug. Nee. Echt jetzt? So. Ich glaube, jetzt freut er sich der Chef da. Okay. Bin ich froh, dich zu sehen, Mario. Du wirst niemals raten, was passiert ist. Wir haben einen Auftrag erhalten. Einen Auftrag. Eine Lokomotive muss repariert werden. Ich könnte mir kein besseres letztes Projekt vorstellen. Aber es lassen diese Tunichtgute hier Dampf ab. Und so viel Dampf braucht nicht mal eine Dampflok. Höchste Eisenbahn, Mario. Hilf mir, diese Trittbrettfahrer loszuwerden. Mario, dieser Toad hat uns einfach so einen Farbstein gegeben. Das Mindeste, was wir tun können, ist, ihm mit seinem Dampfproblem zu helfen.
Alle Teile wurden bereits repariert oder neu angefertigt. Jetzt musst du dich nur noch darum kümmern, dass alles wieder dorthin kommt, wo es hingehört. Das ist wirklich schwierig, wenn man gleichzeitig in Kämpfe verwickelt wird, aber schließlich bist du Mario. Wenn du wissen willst, wie es vorangeht, kannst du gerne jederzeit herkommen und mich fragen. Alles klar. Wir lassen auch mal ein bisschen Dampf ab.